im Mittelpunkt der Studie ist eine standardisierte Befragung von Menschen mit Behinderungen oder mit psychischer Erkrankung, die in institutionellen Settings leben oder arbeiten. Das heißt, sind zum Beispiel in Wohnheimen für Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung, sie sind in betreuten Wohngemeinschaften, sie sind in Tagesstruktureinrichtungen wie Werkstätten. Die Studie erhob allerdings Gewalterfahrungen in allen Lebensbereichen und in allen Lebensphasen. Das beschränkt sich keineswegs auf interinstitutionellen Kontext. Das ist mir sehr wichtig zu betonen. In ganz Österreich haben wir in Summe knapp 400 Menschen mit Behinderungen oder psychischer Erkrankung befragt. In Summe konnten wir 376 vollständige Datensätze, dann vollständige Befragungen, Interviews in die Auswertung einbeziehen. Der gesamte Fragebogen wurde auch in leichte Sprache übersetzt. Jedes Interview wurde persönlich mündlich von sehr erfahrenen Kolleginnen und Kollegen durchgeführt. Anna Schachner hat die Datenerhebung geleitet und selber auch ganz, ganz viele Interviews gemacht. Alle bringen sehr viel Erfahrung in dem Bereich mit. Das war eine essentielle Voraussetzung, damit wir auch gute, aussagekräftige Daten bekommen. Wir haben zudem den gesamten Fragebogen auch in hunderte Symbolkarten bildlich übersetzt. 8 von 10 Personen mit Behinderungen oder psychischer Erkrankung, die wir befragt haben, gaben an, solche Gewalt schon erfahren zu haben in ihrem Leben. 6 von 10 Personen ist in ihrem Leben bereits schwere psychische Gewalt widerfahren. Sie haben wie etwa Gewalterlebnis integriert wie hartnäckige Belästigung oder gefährliche Drohung. Jede 3. befragte Person gab auch an, dass sie in den letzten 3 Jahren solche schwere psychische Gewalt erfahren hat.